Oh, Rätsel sind nicht meine Stärke. Hey, seht ihr diese Dinger hier äußert am Rand eure dieses Wünsche. Riesigen Abgrunds? Ich wette, die haben irgendeinen Sinn. Vielleicht sollte ich sie berühren oder mich auf sie stellen? Ja, warum stellt ihr euch nicht auf jede seltsame Vorrichtung, die wir sehen? Wenn dabei etwas Schlimmes passiert. Oh. Seht euch das an. Ich glaube nicht, dass es stabil genug ist, um uns zu tragen, aber es ist zumindest ein Anfang. Das ist also der Trick dabei. Damit einer von uns hinüber kann, müssen wir allen Brückenteilen nacheinander Substanz verleihen. Hier bin ich. Es scheint, als habe Andraste die Klugen bevorzugt. Sie existiert wirklich. Ihr habt den Spießrutenlauf absolviert, seid Andrastes Weg gegangen und wurdet gleich ihr gereinigt. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Pilgerin. Nähert euch der heiligen Asche. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand Andrastes letzte Ruhestätte finden könnte. Aber jetzt liegt sie vor uns. Ich bin ja sowas von in Ehrfurcht erstarrt. Hübsche Vase. So eine brauche ich für mein Haus. Selbstverständlich. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen.
Willkommen zurück. Ihr wart ziemlich lange fort. Und? Habt ihr sie gefunden? Ist das... Oh, da ist Staub auf... Nein, das ist kein Staub. Oh, Erbauer, ich bin nicht würdig, das zu sehen. Wie war das? Ich meine, als ihr euch der Urne genähert habt. Für euch vielleicht, aber tausenden anderen bedeutet das viel mehr. Jetzt betrachtet die Kirche meine Nachforschungen sicher nicht mehr als Blasphemie. Wir müssen eine Expedition organisieren. Das ist alles lebendige Geschichte, die wir studieren sollen. Und auch Pilger sollen zur Urne kommen dürfen. Und wie üblich werden am Ende die Reichen und Mächtigen ihren Nutzen aus ihr ziehen. Ich muss nach Hause zurück. Es gibt so viel zu tun. Besucht mich, falls ihr je nach Denerim kommt. Ich bin nicht reich, habe jedoch eine kleine Sammlung mit interessanten Artefakten. Und ich schulde euch für meine Rettung eine Belohnung. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ihr seid zurück? Habt ihr Neuigkeiten? Ja, aber das dauert. Das Fortschreiten des Krieges und der dunklen Brut hält viele von ihnen auf. Wirklich? Wunderbar. Wir gehen sofort zu Eamon und finden heraus, ob das Relikt seinem Ruf, was Heilkräfte angeht, gerecht wird. Bin ich? Ruhig, Bruder. Du warst eine lange Zeit todkrank. Erinnerst du dich an nichts? Tegan? Was machst du hier? Wo ist Isolde? Ich bin hier, Gatte. Und Connor? Wo ist mein Junge? Wo ist unser Sohn? Er lebt. Aber viele andere sind tot. Es gibt viel zu erzählen, Gatte. Tot? Dann war es kein Traum? Vieles ist geschehen, seit du erkrankt bist, Bruder. Einiges davon wird dich sehr schmerzen. Dann sprich, ich will alles hören. Das ist höchst beunruhigend. Wahrlich, es gibt eine Menge zu tun. Doch zunächst möchte ich denen danken, die bereits so viel geleistet haben. Graue Wächter, ihr habt nicht nur mein Leben gerettet, sondern auch meine Familie bewahrt. Ich stehe in eurer Schuld. Darf ich euch eine Belohnung für eure Dienste anbieten? Ich verstehe, doch ungeachtet eurer Motive habt ihr zudem eine Belohnung verdient.
Ich möchte lediglich eure Bemühungen honorieren. Dann erlaubt mir, euch und eure Gefährten zu Helden von Radcliffe zu ernennen. Ihr seid in diesen Hallen stets willkommen. Und für euch, Wächter, einen Schild derselben Qualität, wie sie nur unsere besten Ritter erhalten. Wir sollten über Loghain sprechen, Bruder. Was wird er wohl tun, wenn er von deiner Genesung erfährt? Loghain zettelt einen Bürgerkrieg an, obwohl die dunkle Brut vor unserer Tür steht. Ich kenne ihn schon lange. Er war bisher stets bedacht und nie machthungrig. Ich war dabei, als er seinen Anspruch auf den Thron vorgebracht hat. Eamon, ich sage dir, er ist wahnsinnig vor Ehrgeiz. Wahnsinnig, in der Tat. Kaelin zu töten, es bei mir zu versuchen und meine Ländereien zu zerstören. Was auch mit ihm geschehen ist, wir müssen Loghain aufhalten. Dabei haben wir kaum die Mittel, diesen Kampf bis zum bitteren Ende zu führen. Ich könnte Loghains Gegner zusammenrufen, aber er hat nicht nur Gegner, sondern auch mächtige Verbündete. Wir haben nicht die Zeit, einen Feldzug gegen ihn zu führen. Jemand muss nachgeben, wenn Ferelden im Kampf gegen die dunkle Brut eine Chance haben soll. Ich werde Loghains Verrat hier und den gegen den König verbreiten. Aber ohne Beweise ist das nur eine Behauptung. Loghains Verbündete werden darüber nachdenken. Aber wir brauchen etwas, das Loghain nicht vom Tisch wischen kann. Jemanden, dessen Thronanspruch schwerer wiegt als der von Loghains Tochter, der Königin. Meinst du damit Alistair, Bruder? Bist du sicher? Ich würde es nicht vorschlagen, wenn es eine Alternative gäbe. Aber das Undenkbare ist eingetreten. Tegan und ich haben einen Anspruch durch Heirat. Aber dann wären wir Opportunisten und nicht besser als Loghain. Alistair jedoch hat königliches Blut. Und was ist mit mir? Interessiert niemanden, was ich will? Ihr tragt Verantwortung, Alistair. Ohne euch gewinnt Loghain und ich müsste ihn um Ferelden willen sogar unterstützen. Wollt ihr das etwa? Nein, Herr. Ich sehe nur eine Möglichkeit. Ich berufe in der Stadt Denerim ein Landting ein. Ein Treffen des gesamten Adels von Ferelden. Dort soll Ferelden dann entscheiden, wer es beherrscht. So oder so. Danach können wir unseren wahren Feind bekämpfen. Was sagt ihr dazu? Ich würde das ungern ohne euer Einverständnis machen. Ob das unserer Sache dienlich wäre? Wir würden zu Verbrechern und unsere Anschuldigungen wären nur noch Ausflüchte. Zudem weiß ich gar nicht, wo Loghain ist. Gut, ich lasse es verbreiten. Aber bevor wir fortfahren, wäre da noch dieser Magier, der Hauslehrer meines Sohnes. Wie ich hörte, lebt er noch. Stimmt. Er ist im Kerker, Bruder. Lass ihn herbringen, Tegan. Ich will ihn sehen. Joan, wir wissen alle, was ihr getan habt. Ihr wolltet mich ermorden und habt dadurch Ereignisse ausgelöst, die beinahe alles vernichtet hätten, woran mir etwas liegt. Was sagt ihr zu eurer Verteidigung? Nichts, Herr. Nur, dass es mir leid tut. Ich erwarte keine Gnade für meine Taten. Verstehe. Grauer Wächter, habt ihr etwas zu Joans Gunsten zu sagen? Oh, das kommt unerwartet. Welche Strafe würdet ihr ihm geben? Ich als beteiligte Partei kann den Weg der Gnade im Moment nur verschwommen sehen. Das geht nicht. Er ist ein Malefica, den ich nicht auf ein Land loslassen kann, das bereits von Krieg und Chaos gezeichnet ist.
Tut mir leid. Jowen, ich übergebe euch hiermit an den Turm des Zirkels der Magi. Der Erbauer sei eurer Seele gnädig. Danke, Herr. Und nun zurück zum Landting. Ich kann die Reise nach Denerim aufschieben, falls ihr noch weitere Verbündete bringen wollt. Mit Beginn des Landting ist das vielleicht nicht mehr möglich. Ich möchte Logan eigentlich keine Zeit zum Nachdenken geben, aber das liegt an euch. Ich werde nicht ohne euch nach Denerim gehen. Wie ihr wünscht. Es dauert ohnehin ein wenig, bis die Nachricht sich verbreitet hat, und ich werde bis dahin meine Truppen organisieren. Sagt mir, wenn ihr aufbrechen wollt. Bis dahin steht Radcliffe zu eurer Verfügung.